Nett. So. Aber jetzt gehe ich mal wieder schlafen und dann kann man sich ja auch wieder rauswagen, hoffe ich mal. So. Hingelegt, weiter geht's. Eingestiegen, umgestiegen. So, Level 14. Oh, Nahtod Creeper, Wie geht es dir? No. Und die Nachbarschaft brennt da hinten. Ist doch auch lustig. Der Tisch, der gefällt mir noch nicht. Muss mir noch was Besseres einfallen. Aber so einen Tisch kann man halt irgendwo so beschissen bauen hier. Aber was soll's? So ist Minecraft. Da muss man halt mit Kompromissen leben können. So, aber das habe ich glaube ich auch schon so, ja, so oft gesagt, dass es einfach Minecraft ist. Der rattert hier durch. So. So. Da geht's doch ab hier. Im Gebälk. So, hier haben wir auch noch. Ach, fast zwei Stacks voll. So, dann laufe ich mal wieder zurück in die Stadt, wenn mich das Spiel auch lässt. Wenn ich nicht wieder irgendwo hängen bleibe. So. Dann haben wir, können wir endlich mal wieder Bücher herstellen für unsere Bibliothek. Na, stimmt's? So, und ich vergesse jedes Mal, Scheiße, wie das funktioniert mit dem einen Table, mit dem Büchertable. Dass man die Sachen upgraden kann, vergesse ich immer, wie das Ding gecraftet wird. Jedes Mal wieder überlege ich und finde es nicht heraus. So. Jetzt will ich hier endlich mal. So. Und ist hier nichts ins Wasser gefallen? Ist ja blöd. Ja, gut, hier ist noch ein wenig was. Ah, da hinten ist eins. Der Schlawine. Versteckt sich hier. So. Dann geht es auf diese Seite mal weiter. So. Hat das Geruckle wieder zu viel abgerissen. So, dann gucken wir mal, wie viele Bücher wir hier rauskriegen. Und ich hoffe, dass wir jetzt einen guten Schritt mit dem Bücher, mit der Bibliothek vorankommen. Wäre ja sonst auch irgendwie doof, wenn wir hier nicht weiterkommen. So, hoch hier und zack. Wie viel habe ich denn jetzt? Wow. Doch einiges. So. 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 Papp. So, so. So. Und so. Bleibt nur noch eins übrig. So, dann machen wir hier Bücher, 64 Stück von. Und hier nochmal 10 Stück, wenn es funktioniert. So. Und dann brauche ich jede Menge Holz. Holz, machen wir das hier klein. Da braucht eh kein Mensch die Birke. Ich erschlage dich mit Wissen. So. Der musste sein. So. 64 Stück. Dürfte jetzt, glaube ich, mal so auf Anhieb reichen. Wenn nicht, dann halt nicht. So und so. So.
So, ein paar Bücherregale. Noch mal ein paar. Da ist auch schon wieder Alidi. Pupp. Dann brauche ich noch mehr Holz. So. Das dürfte jetzt reichen. Für meinen restlichen Klumpatsch an Büchern hier. So. 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 Bleiben zwei Bücher uppala übrig. Was soll's, was soll's. So, jetzt brauche ich meine Slappies wieder. Schleppies. Die hier bitte. So, dann machen wir hier mal. Huch. Wie war das jetzt? Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. So, dann haben wir. Ach so, ein Buch kann ich hier nicht so einfach reinstellen. So, so. So, so. Mache ich, glaube ich, hier noch so ein Ding hier. So. So rum. Mache ich so schneckenförmig. Ist, glaube ich, auch sehr interessant. Oder auch ein bisschen blöd, aber egal. Ach, und ich will schon hier schon wieder Bücher so pur setzen. So. So, hier muss ich noch irgendwann einen Slab dazwischen pappen. So. Es geht ja voran mit unserer Bücherei. Finde ich toll. So, was mache ich jetzt? Das habe ich jetzt. So, das schaut jetzt mal. Bisschen Schalter betätigen. Aus Gaudi. Weil ich es einfach kann. So, ernten will ich nichts. Brauche ich auch nicht. So, hier könnte ich mit Erde auffüllen, wenn ich Bock hätte. Und das mache ich auch, glaube ich. Für das muss ich aber erstmal Rasenmäher spielen. Dann lasse ich hier nur noch so einen kleinen Abstieg. Wird zwar irgendwo voll der unnatürliche Hang, aber was soll's. Und natürlich kriegen wir auch wieder Samen ohne Ende, was wir auch nicht brauchen, aber was. Das muss einfach hier, so. Ja, sonst stören mich die Gräser hier so ein bisschen beim Erde hinpappen. Mache ich hier so einen Zugang zum Dörfchen. Wird hoffentlich sicher schnieke aussehen. Sollte ja möglich sein. So. Na. Das hohe Gras ist schon irgendwie toll. Sieht auch klasse aus. Aber ist ein bisschen nervtötend, wenn man hier erstmal das ganze Gras hier weghauen muss, um hier ordentliche Baufläche zu bekommen. Ist schon irgendwo doof. So. Oder dass es Schafe zumindest mal im Zaum halten würden. Aber wieso meckere ich eigentlich andauernd an Minecraft rum? Es ist eigentlich ein tolles Spiel. Nicht nur eigentlich, es ist super. Ich find's cool. Wirklich Lego für Große. Nenne ich es jetzt einfach mal. Da kann man so richtig seine Kreativität rauslassen.
Gut, manche Leute haben mehr Kreativität als ich. Also die machen dann schon schönere Bauwerke. Und es wird schon wieder dunkel. Wieso denn das? So. Warum brauche ich jede Menge Erde und Platz im Inventar? So, du Buch, du kommst hier rein. Die Wolle kommt wieder rein. Ich bin heute irgendwie nur am Kisten in Kisten räumen. Das ist irgendwie voll blöd. So. In die letzte Kiste packe ich jetzt mal das unnötige Werkzeug rein. So, nicht die Stiggies. Das kann rein. Das behalte ich mal. Das kann auch herin bleiben. Werfe ich schon wieder weg. Essen könnte ich was. So. So. Die Samen packe ich weg. Dann nehme ich noch ein bisschen Erde mit. Ein bisschen haben wir ja noch. So, 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 so. Jetzt bin ich voller Erde. Ich habe mich dreckig gemacht. So. Dann müsste das mal passen. So. Und es ist eh schon wieder finstere Nacht. Dann gehen wir halt wieder pofen. So. Niedergelegt. Weiter geht's. Auf geht die wie die Fahrt. Es macht Spaß. So. Ich muss mir halt hier noch einiges zurecht basteln, weil es mir einfach noch nicht so gefällt. So. Und ich glaube, mein Weg wird kein leichter sein. Der wird dann hier so runtergehen. So. Doppelt oder dreifach. Ich bin fast für drei. So. So. Wir hatten vor allem den Block gesetzt. Dann mache ich hier mal das ganze Zeug klar. Oh, dann weiß ich auch schon, was ich mit den Cobblestone machen kann. Aha, habe ich Idee. Hoffentlich sieht das dann auch so aus, wie ich es haben will. So. Hoffentlich. So. So. Muss ich hier mal voll machen. So, so. So, 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 so. So, so. So, so. Wird eine schöne Schlucht und Erde kriege ich auch endlich mal weg. So. Geronimo. Oh. Hat sich jetzt derbe angehört. Es tat auch sicherlich weh. Aber ein Indianer kennt keinen Schmerz. So. So, dann habe ich das eh bald fertig. So, 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 so.